Schauen wir uns zunächst doch einmal die Front des neuen Audi A6 Avant an. Wir haben hier auf unserem Testfahrzeug das S-Line Exterieur-Paket verbaut, welches erkennbar ist hier an diesen titangrauen Einsätzen und den etwas stärker und sportlicher ausgeformten Stoßfängern. Die Front wird natürlich dominiert von dem Single-Frame-Grill, wobei Audi typisch und absolutes Erkennungsmerkmal jedes Modells. Die Leuchten, die wir hier haben, sind Voll-LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion, die hier verbaut sind. Nebelscheinwerfer gibt es hier keine mehr. Was wir sehen und was für mich leider die Optik ein wenig zerstört, das sind diese zwei Sensoren hier. Einmal der Radarsensor, einmal der Lasersensor. Mir persönlich gefällt die Front schon mal ganz gut. Es ist deutlich dynamischer geworden als beim Vorgänger. Ja, schöne Kombi heißen Avant. Relativ abgedroschener Spruch mittlerweile, aber der stimmt tatsächlich immer noch. Auch beim Audi A6 Avant muss man das ganz klar sagen. Es ist für mich auch einer der schönsten Kombis, den es gibt. Hier mit dem neuen A6 haben es Designer wirklich geschafft, nochmal ein richtig dynamisches Fahrzeug hinzubekommen. Und optisch werdet ihr wahrscheinlich erst einmal einen Schock kriegen, denn zwar sieht das Auto richtig geil aus, und zwar mit der optisch abfallenden Dachlinie. Denn in der Praxis oder rein technisch gesehen fällt diese Dachlinie kaum ab. Erst wenn man hier hinten dieses Heckfenster nimmt oder die D-Säule hier, die steht deutlich schräger als noch beim Vorgänger, wo sie ungefähr so schräg stand. Und durch diese extrem schräge Glasfläche würde man auch meinen, dass das Fahrzeug insgesamt deutlich weniger Platz bietet, was aber in keiner Weise der Fall ist. Im Gegenteil, das Fahrzeug bietet innen mehr Platz als der Vorgänger und im Gepäckabteil identische Werte. Ja, und dann schauen wir uns tatsächlich jetzt das Heck noch ein wenig an. Die neuen Voll-LED-Rücklichter wurden hier wirklich 1:1 übernommen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich genau die gleichen Rückleuchten wie bei der Limousine, die sich hier schön geteilt wurden und mit durch die Chromspange miteinander perfekt verbunden sind. Erst beim Audi A8 gibt es dann ein durchgängiges LED-Lichtband. Aber so macht das Ganze durchaus schon was her. Bisschen schade finde ich persönlich, dass Audi hier zu diesen verchromten Auspuffblenden geht, die aber schlicht und ergreifend leider nur Attrappen sind. Ja, das finde ich sehr schade. Man könnte da auf alle Fälle durchaus ein bisschen was zeigen, was man hat. Und hier kommt das schönste Designmerkmal für mich am neuen A6 zu tragen, und zwar die Urquattro, für mich genannten Backen, die wir hier haben. Also man hat tatsächlich hier, wenn man das sieht, ich weiß nicht, so tatsächlich das Blech hier hinten über dem Radkasten deutlich stärker ausgestellt. Das Fahrzeug sieht dadurch einfach optisch nochmal breiter aus und so ein bisschen maskuliner und fast schon so, als ob er sich hinten auf die Achse setzen wollen würde und zum Sprung ansetzen würde. Das hat auf alle Fälle schon wirklich tollen Charakter und macht den Audi A6 Avant auch so einzigartig im Design für mich. Ja, die elektrische Heckklappe öffnet und wir verstauen unser Gepäck einmal, und zwar meine Reisetasche. Wie wir sehen, da würde dieselbe Reisetasche auf alle Fälle hier nochmal dahinter passen. Auch von der Breite, wir haben ein Innenmaß von über einem Meter, also 1045 mm Innenbreite. Das ist schon sehr, sehr gut. Das Kofferraumvolumen ist mit 565 Litern identisch geblieben zum Vorgänger. Und wenn wir die Rückenlehnen hier umbauen, im Verhältnis 40-20-40, dann haben wir bis zu 1680 Liter Stauvolumen. Auch hier haben wir tatsächlich das Vorgängerniveau, und das trotz dieser sehr schrägen Scheibenkonstruktion. Wir sehen, wir haben hier auch einen sehr, sehr guten Ausschnitt für hohe Gegenstände zum Einladen. Lediglich hier in dem vorderen Bereich wird es natürlich dann problematisch, höhere Gegenstände einzuladen, eben wegen der Schräge.
serienmäßig bei allen Audi A6 Avant zudem das Schienensystem hier mit den variablen Zurösen. Und wenn wir die hier lösen, können wir tatsächlich in den Ladeboden schauen und der ist nicht mehr doppelt ausgeführt, wie wir sehen. Das hat einfach den Hintergrund, dass tatsächlich auch das Mildhybrid-System und das eventuelle Luftfahrwerk, das optional angeboten wird für einige Modelle, schlicht und ergreifend den Platz hier benötigt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, hier passt schlicht und ergreifend das meiste rein, was man wirklich transportieren muss. Ja, ich habe es mir gemütlich gemacht im Fond des neuen Audi A6 Avant und hier birgt der neue tatsächlich einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem alten. Und zwar haben wir 21 mm mehr Beinfreiheit und die merken wir. Also ich habe den Sitz jetzt auf meine Größe 1,78 und etwas ausladendere Maße eingestellt. Die Füße passen perfekt unter den Vordersitz, selbst in der tiefen Position. Wir haben hier genügend Platz, also eine Faust passt hier noch dazwischen. Die Kopffreiheit ist übrigens um 9 mm erhöht worden. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich kaum einem auffallen. Hier ist auch nicht das optionale Panoramadach drinnen. So bietet sich hier tatsächlich extrem viel Platz nach oben im Fond. Also auch hier tatsächlich keine Einschränkung aufgrund der Neukonstruktion oder des Design-Gags mit dem Heck. Des Weiteren, Isofix-Stationen gibt es natürlich an den Außenpositionen. Serienmäßig. Die Installation eines Reboarder-Kindersitz stellt hier sicherlich auch keine Probleme dar, da genügend Knieraum zur Lehne besteht. Somit kann auch tatsächlich der Sitz wunderbar installiert werden. Die Türausschnitte sind auch angenehm groß für Ein- und Ausstieg. Ja, ich habe vorne Platz genommen hinter dem am wichtigsten Platz hier im Fahrzeug, im neuen Audi A6 Avant, und zwar dem Fahrersitzplatz. Hier muss ich sagen, ein absoluter Segen sind die Individual-Multikontursitze, die Audi optional anbietet, mit Massagefunktionen, Belüftungsfunktionen und wirklich allen möglichen erdenklichen Einstellfunktionen. Des Weiteren, die Sitzposition ist optimal einstellbar. Aufgrund der wirklich guten Kopffreiheit und auch von der Beinfreiheit fehlt sich gar nichts. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist tatsächlich der Automatikwählhebel. Wenn man mit Tempomat fährt und das Knie etwas weiter nach hinten stellt, dann drückt das Knie tatsächlich gegen den Automatikhebel. Da ist es mir einmal sogar passiert, dass er rübergefallen ist in die manuelle Ebene. So viel zu kleiner Kritik hier an der Stelle schon einmal. Ansonsten fühlt sich's hier perfekt an. Ich sitze perfekt hinter einem 4-Speichen-Lederlenkrad, was ich optisch nicht so ansprechend finde. Ich würde immer das 3-Speichen-Lenkrad nehmen, aber das ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Elektrisch verstellbar wird die Lenksäule. Sie ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend einstellbar. Hier findet jeder wirklich seine absolut perfekte Sitzposition. Ja, herzlich willkommen im neuen Audi A6. Und in der neuen Welt, um es einfach mal überspitzt zu sagen. Denn wie wir sehen, leuchten uns hier schon mal drei Displays an. Einmal das bekannte Virtual Cockpit mit dem 12,3 Zoll hochauflösenden Display. Dann haben wir hier noch ein 10 Zoll Display und unten nochmal ein 8 Zoll Display. Oder beziehungsweise 8,6 Zoll ist es da unten, das heißt ein bisschen größer sogar. Nichtsdestotrotz haben wir hier tatsächlich drei Displays mittlerweile und auf den ersten Blick auch etwas verwirrend das Ganze, aber es ist relativ klar gegliedert. Auf der einen Seite, wie gesagt, alles was das Fahren anbelangt und alle fahrerrelevanten Daten werden ins Virtual Cockpit projiziert und gebracht. Ansonsten gibt es auch optional ein Head-Up-Display, welches uns noch weiterhilft. Die Bedienung des Virtual Cockpits erfolgt tatsächlich hier über das Multifunktionslenkrad. Hier haben wir tatsächlich den Audio-Part und hier tatsächlich die Bedienung der einzelnen Menüpunkte oder aber den Sichtänderung. Des Weiteren hier in der Mitte, der große Bildschirm ist fürs Entertainment und Multimedia zuständig. Das Ganze sind mittlerweile auch hochauflösende Displays mit Touch Response, das heißt also mit haptischem Feedback.
Wir können hier dann durchaus ganz normal wie in einem Smartphone durch eine relativ flache hier Ebene hindurch navigieren. Wir können zusätzlich auch die einzelnen Apps, wenn uns das nicht gefällt, neu sortieren, wie wir es uns tatsächlich haben wollen. Auch diese Shortcuts hier auf der linken Seite sind individuell konfigurierbar. So kann ich jetzt hier das Navigationsbutton nach oben ziehen oder aber ich sage, ich hätte gern die Fahrzeugeinstellungen auf 2. Dann kann ich dies alles hier in diese Kurzwahl-Menü-Tasten hineinziehen. Sehr gut und auch wirklich schön machbar. Allerdings tatsächlich immer so ein bisschen einen Moment braucht es, bis man selber weiß, wo man gerade hin möchte. Des Weiteren haben wir hier unten das neue Display für die Klimaeinstellungen und erweiterte Fahrzeugassistenzsysteme. Wir haben also hier oben ein Shortcut für diverse Assistenzsysteme. Dann haben wir hier unten die Klimabedienung. Wir können tatsächlich die Temperatur, das Ganze poppt dann hier oben auch schön auf, mit dem Finger nach oben oder unten steuern. Wir können das Ganze aber auch per natürlichem Sprachbefehl dem Auto vorgeben, welche Gradzahl wir haben möchten. Wir haben hier unten Sitzheizung, Sitzlüftung optional. Weitere Menüpunkte können wir auch aufmachen. Dann geht hier das Pop-up oben auf, sodass wir tatsächlich das Ganze dann dementsprechend hier einstellen können. Wir haben, wie gesagt, ein haptisches Feedback und wir hören es auch akustisch, wenn das Ganze das Klick, typische Audi-Klick-Geräusch ist tatsächlich auch hier übernommen worden. Des Weiteren hier der Automatik-Wählhebel. Wie schon erwähnt, liegt etwas ungünstig, wenn man tatsächlich mit dem Tempomaten liegt und das Knie nach außen legt, dann stößt man hier durchaus an den Automatikhebel. Das wäre schön gewesen, wenn man das vielleicht tatsächlich ein bisschen weiter nach innen verlegt hätte. Wir haben hier zwei Getränkehalter untergebracht. Unter der Mittelarmlehne, die in Höhe und Länge verstellbar ist, befindet sich eine Induktivladeschale fürs Smartphone sowie noch ein kleines Ablagefach, dann den SD-Kartenslots und zwei USB-Anschlüsse. Aber viel wichtiger ist natürlich, wie fährt sich der neue A6 Avant, und da würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach los und ich erzähle es euch. Ich bin unterwegs im neuen Audi A6 Avant 45 TFSI Quattro. Ja, die neue Bezeichnung muss mir tatsächlich auch erst einmal noch in den Kopf kommen. Es verbirgt sich hinter dem 45 TFSI schlicht und ergreifend ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der komplett neu ist. 245 PS leistet er, 370 Newtonmeter Drehmoment entwickelt er und gekoppelt ist er an ein 7-Stufen S-Tronic Doppelkupplungsgetriebe. Rein von den Fahrleistungen 6,8 Sekunden von 0 auf 100 und 250 Stundenkilometer Topspeed. Das zeigt, dass der Wagen auch äußerst potent ist und macht auch seine Sache hier auf der Autobahn nach Neckarsulm wirklich gut. Man merkt, der Motor ist willig, dreht willig, geht gut voran. Selbst im höheren Geschwindigkeitsbereich über 180 legt er noch ordentlich zu, wenn man das von ihm möchte. Er ist präsent, wenn man ihn fordert, ansonsten sehr zurückhaltend und gut gekapselt. Ebenfalls die Geräuschentwicklung hat Audi hier sehr, sehr gut beim neuen A6 hinbekommen. Windgeräusche bleiben wirklich selbst bei hohem Tempo komplett draußen. Lediglich die Abrollgeräusche hier unserer 21 Zoll Räder sind da zu vernehmen. Das Fahrwerk hat Audi auch hervorragend abgestimmt. Wir haben hier das adaptive Dämpfersystem verbaut. Ein adaptives Luftfahrwerk gibt es für die V6 Triebwerke. Und ich persönlich sage, ich vermisse das Luftfahrwerk hier gar nicht, denn ich kann im Audi Drive Select perfekt meine Einstellungen so variieren, wie ich sie brauche. Entweder ich nehme die vorkonfigurierten Settings. Ich persönlich bin für individual, denn ich habe gerne eine straffe Lenkung, die ich habe. Ich hätte gerne das weiche Fahrwerk und der Motor soll durchaus gut ansprechen. Auch das Thema Assistenzsysteme ist natürlich sehr, sehr präsent hier im Audi A6 Avant. Wie schon erwähnt, gibt es hier schlicht und ergreifend alle derzeit verfügbaren Systeme im Hause Audi. Das ist aktive Spurhaltung, aktiver Abstandtempomat mit Stop-and-Go-Funktion. Wir haben natürlich Frontkollisionswarnung, autonome Notbremsfunktion. Wir haben einen Querverkehrswarner, wir haben einen Kreuzungswarner. Das Fahrzeug kann die Spur auch selbstständig halten, wenn keine Fahrbahnlinienmarkierungen vorhanden sind. Er orientiert sich dann am Vordermann. Das heißt, das Fahrzeug ist sogar tatsächlich ready for Level 3 für
autonomes Fahren wird hier allerdings systemtechnisch noch nicht freigeschalten dafür. Die Systeme funktionieren auch an sich sehr, sehr gut. Hier in solchen Engstellen oder aber tatsächlich in Baustellen kommt das System zwar immer noch so ein bisschen ins Hadern zwischen weißen und gelben Linien, wenn vor allem kein Vordermann da ist, na, dann sollte man auf alle Fälle doch noch gut die Hände am Lenkrad behalten, grundsätzlich auch. Sehr gut gelungen ist allerdings der Motor mit seinem Verbrauch für meine Begriffe. Ich bin jetzt hier mit 9,5 Litern ausgekommen, bin aber auch sehr, sehr zügig auf der Autobahn unterwegs gewesen. Oft im Reisetempo 160 und man fühlt sich hier auch wirklich wohl. Die Geschwindigkeit kommt einem in keiner Weise so vor. Gut eingebettet bin ich hier auch in das Gestühl, wie erwähnt. Diese Individual-Multikontursitze mit Massagefunktion sind eine Wohltat auf langen Reisen. Bei der Bedienung muss ich jedoch sagen, dass mir die Displays durchaus ein bisschen zu viel des Guten sind. Zwar sind sie hervorragend ablesbar, aber sie sind für mich einen Tick zu tief installiert, sodass der Blick von der Straße immer noch zu weit nach unten gerichtet werden muss, auch aufgrund der Bedienflächen, die noch nicht so ganz hier intus sind bei mir. Weil ich den Wagen nicht tagtäglich fahre, muss ich immer noch ein bisschen kurz suchen und da ist der Blick dann zu lange von der Straße gerichtet, was auf keinen Fall so sein sollte. Ja, angekommen mit dem Audi A6 Avant 45 TFSI Quattro. Ich habe mich bewusst für die Benziner-Variante entschieden, denn, wie wir sehen, diese Diskussion bleibt weiterhin vorhanden. Und der kleine 2-Liter-Vierzylinder-Turbo-Benziner macht seine Aufgabe richtig gut und kommt mit dem schweren A6 Avant sehr gut zurecht. Dank Mildhybrid-Technologie bleibt der Verbrauch bei Bedarf auch sehr niedrig. Und Fahrleistungen hat er auch gute, damit sprintet er schon ordentlich nach vorne und geht ausreichend gut auch auf der Autobahn, wo der A6 sowieso zu Hause ist. Und dank der Fahrwerksgimmicks, die Audi hier anbietet, gibt es natürlich auch einen riesigen Spagat, den der A6 beherrscht, zwischen Sportlichkeit und Komfort. Langstreckentauglich ist er sowieso schon gewesen, deswegen der neue da keinen Deut schlechter als der alte. Im Gegenteil, immer noch ein Tick besser aufgrund der neuen Fahrwerkssysteme. Was aber stehen bleibt, ist natürlich immer noch eine ordentliche Hausnummer beim Preis. So landet man relativ schnell bei 80.000 Euro, wenn man ein wenig in die Ausstattungsliste investiert. Und da gibt es durchaus einiges, was eben lukrativ und interessant ist. Mein Tipp wäre auf alle Fälle die Lackierung Sepang Blau Metallic. Die steht dem neuen A6 Avant unheimlich gut. Große Räder braucht es fast auch. Multikontursitze sollten auch rein. Ja, dann sind wir schon bei einigen Optionen, da decken wir schon fast die 5.000 Euro damit ab. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Eindruck zum A6 Avant, so wie mir. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und bis dann, tschüss und servus.